Gefangen in Yokohama. Es verbleiben nur noch 44 Tage. London, Scotland Yard. Das Büro von Mr. Rowan, dem Chefinspektor. Guten Morgen, Mr. Rowan. Hallo, mein lieber Sullivan. Hallo. Ich habe gute Nachrichten für Sie, lieber Sullivan. Es scheint so, als wenn die Kommunikation mit Hongkong weitaus besser klappt als mit all den anderen britischen Kronkolonien. Lassen wir die Formalitäten beiseite und kommen wir zur Sache. Mich interessiert nur, ob Willy Fog es geschafft hat, rechtzeitig an Bord der Kanatik zu kommen. Das Telegramm besagt nur, dass die Kanatik durch den Sturm schwer beschädigt war und dass sie erst nach der Reparatur weitergesegelt ist. Sie ist bereits ausgelaufen, nicht wahr? Ist Fogg nun an Bord oder nicht? Ich will es wissen. Nun, darüber besteht leider keine absolute Klarheit. Es hat endlich geklappt, Mr. Sullivan. Einem meiner Schiffe ist es gelungen, Kontakt mit dem Captain der Kanatik aufzunehmen. Er hat ausdrücklich bestätigt, dass Willy Fogg an Bord ist. Er behauptet, dass ein Mann namens Fogg in Hongkong eine Schiffspassage gebucht hat. Aber sein Name erscheint nicht auf der Passagierliste. Es kann sein, dass er ein anderes Schiff genommen hat. Ja, das darf einfach nicht wahr sein. Allein der Gedanke daran macht mich krank. Rigodon, wach auf! Du kannst doch jetzt nicht schlafen, wir müssen uns was überlegen! Wach auf, wach auf, wach auf! Ich werde jetzt so laut pfeifen, dass dir die Ohren klingeln, alter Junge! Bei dem Lärm, den die Maschinen machen, kann er mein Pfeifen natürlich nicht hören. Ihr dummen Maschinen, helft mir gefälligst, Rigodon aufzuwecken, sonst sind wir verloren. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Hey, Tico. Sag mal, wo sind wir denn überhaupt? Im Maschinenraum der Kanatik. Wie kommen wir auf die Kanatik? Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß auch nicht, wie wir an Bord gekommen sind. Als ich aufwachte, lag ich neben dir auf dem Planken. Überhaupt ist alles nur deine Schuld. Warum hast du dich von dem Trottel zu dieser Tränkerei überreden lassen, Alter Dummkopf, du hast dir von diesem alten Egel das Fell über die Ohren ziehen lassen. Alter, ich habe das Gefühl, ich habe einen ganzen Wespenschwarm im Kopf. Jetzt erinnere ich mich, dieser Dix hat mir so ein komisches Zeug eingeflößt. Er wollte mir irgendwas über Mr. Fogg erzählen. Hey, wach jetzt auf, Tico. Ich habe den besten Tropfen für Sie ausgewählt. So ist's recht. Trinken wir auf unsere Freundschaft. Ich hoffe, Sir, dass ich Sie so bald nicht wiedersehen werde. Oh, jetzt dämmert's mir. Dieser hinterhältige Dix muss was in den Wein gemischt haben. Ja, ein Betäubungsmittel. Denn sonst wärst du ja von meinem Gepfeife aufgewacht. Er wollte mir weismachen, dass er Inspektor ist und für Scotland Yard arbeitet. Aber so ein hinterhältiger Lügner kann doch niemals bei der Polizei sein. Hör mal, auf dem ganzen Schiff sind weder Prinzessin Romy noch Mr. Fogg. Ja, aber wo sind sie dann? Ich weiß nur, dass du Schuld hast. Danke. Hey! Hä? Seid ihr endlich aufgewacht, ihr nichtsnutzigen Tagediebe? Ihr habt für die Überfahrt nicht bezahlt, also werdet ihr sie abarbeiten, und zwar unter meinem Kommando. Hören Sie bitte, wir haben die Fahrkarten. Einen Moment. Nano. Hört zu, ich habe in euren Taschen nur die Pässe gefunden, nichts weiter. Hier, heb sie auf. Danke. Und jetzt macht euch endlich an die Arbeit, sonst schmeiß ich euch Faulpelze über Bord. Hören Sie, ich... Na los, worauf wartet ihr noch? Los, ihr verdammten Krücken, das ist keine Vergnügungsfahrt! Ich mach das Licht an! Ich kann nichts mehr sehen! Hey Leute, wie wär's mit einer kleinen Abkühlung? Und an allem bist nur du schuld, du alter Seifer! Ich glaub's ja, Tico, aber hör auf zu heulen. Ich weine nicht. Bestimmt nicht. Mir tränen die Augen von dem Zwiebelsaft, das ist alles. Weißt du, Tico, ich würde alles dafür tun, um zu erfahren, wo Mr. Fogg und Romy sich jetzt aufhalten. Sie sind spurlos verschwunden, seitdem Sie gestern Mittag bei Ihnen waren. Vielleicht hatten die beiden vergessen, Sie zu benachrichtigen und sind einfach so an Bord der Kanatik gegangen. Nein, nein, das könnte Rigodon nicht passieren. Und wenn Sie sich nun irgendwo in Hongkong verirrt haben? Hör mal, Bully, könnten wir nicht etwas langsamer gehen? Ich habe das Gefühl, als wenn eine ganze Horde Chinesen auf meinem Kopf rumtrommeln. Warum hast du auch so viel getrunken? Ich habe keinen einzigen Tropfen getrunken, Bully. Es liegt nur daran, dass mir jemand eins auf die Birne gegeben hat, klar? Ganz schön beschämt für einen Inspektor von Scotland Yard, halbnackt in der Gosse zu liegen, was? Ja, aber noch beschämender finde ich die Tatsache, dass uns dieser halbseitene Gauner von Willy Fog wieder durch die Lappen gegangen ist, Bully. Ach ja, sieh mal, wer da ist. Ich muss schnellstens herausfinden, ob unser Haftbefehl schon eingetroffen ist. Er muss aus irgendeinem Grund die Abfahrt der Kanatik verpasst haben. Du bleibst ihn auf den Fersen, klar? Hm, ich werde sie nicht aus den Augen lassen. Hey Mann, beeil dich, wir legen gleich ab. Alles fertig? Ahoi, Seemann! Hey, Sie da mit der Pfeife! Hören Sie, Mann, ich bin der Kapitän dieses Schiffes, verstanden? Tut mir sehr leid, Herr Kapitän, ich wollte Sie nicht beleidigen. Könnte ich Sie vielleicht für einen Augenblick sprechen? Hm, vielleicht später, hab jetzt keine Zeit. Ich muss sofort mit Ihnen reden, es ist äußerst wichtig. Hab trotzdem keine Zeit. Hm. Bitte beantworten Sie mir nur eine einzige Frage. Kann ich Ihr Schiff für eine Überfahrt nach Yokohama mieten? Sie haben wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wir segeln gleich los, und zwar nach Indien. Nach Yokohama, ja? Das liegt leider nicht auf unserem Weg, junger Freund. In das Land der Samurai? Da würde ich nie hinfahren, nicht für alles Geld der Welt. Nein, Sir, selbst wenn Sie mich auf Knien bitten würden, ich bringe Sie nicht nach Yokohama. Oh, schon wieder eine Absage, das freut mich. Unverschämt. Ich Teufel mit dem Kerl. Sklaventreiber. Na los doch, bewegt euch ein bisschen. Lass uns doch nicht mehr gefallen. Wenn hier einem was nicht passt, wird er auf hoher See den Haien zum Fraß vorgeworfen. Klar? Er wird ins Gefängnis. Sehen Sie, Prinzessin, ich glaube, dieses Wrack ist das langsamste Schiff der Welt. Was sagen Sie da? Schleppen die ganze Zeit. Hören Sie mal, niemand spricht über mein Schiff in einem derartig verächtlichen Tonfall. Entschuldigt, aber ich suche nach einem schnellen Schiff und dieses Wrack ist es bestimmt nicht. Was? Sie haben doch von der Kunst des Segels nicht die geringste Ahnung. Meine Dschunke sieht zwar ein bisschen langsam aus, aber in einem günstigen Wind ist sie schneller als jedes Dampfschiff. Offen gesagt habe ich eine besondere Vorliebe für Dschunken. Ich durchschaue Sie, lieber Freund. Sie wollen ein Schiff samt Mannschaft anheuern, habe ich recht? Nun, Sir, nur wenn es so schnell ist, wie Sie behaupten. Schön, ich nehme Sie mit, Sir, aber nur bis Macau. Captain, ich muss nach Yokohama. Und zwar innerhalb von nur 6 Tagen. Ich muss dort mein Anschlussschiff nach San Francisco erreichen. Es ist also sehr dringend. Das kommt nicht in Frage. Dabei würde ich das Leben meiner Mannschaft riskieren. Nein. Captain, ich zahle Ihnen 100 Pfund pro Tag. Sie kennen meine Antworten, nein. Und 200 Pfund bei unserer Ankunft. Sie sind bereit, 200 Pfund extra zu bezahlen? Hm, und ich bezahle Sie im Voraus, wenn Sie es wünschen. Bläh. Hört zu, ihr Nichtsnutze! Wir fahren nach Yokohama! Oh. Mhm. Der Kerl muss gute Nerven haben, wenn er an diesen alten Kahn einsteigt. Hören Sie, Mann, wenn der Haftbefehl aus London noch nicht da ist, dann müssen Sie ihn vorübergehend festnehmen. Kommissar, ich schwöre Ihnen, dieser Mann ist ein gefährlicher Verbrecher. Er hat mich mit einem Knüppel niedergeschlagen. Der Knüppel kann einem leid tun. Herr Kommissar, wenn wir ihn hier in Hongkong nicht verhaften, dann flieht er vielleicht an einen Ort, wo wir keine Macht über ihn haben. Wie wär's mit einem Tässchen grünen Tee? Der ist gut für Hysteriker. Nein! Schade für Sie. Wie bitte? Herr Kommissar, ich verbitte mir das. Dieser grüne Tee hat Sie wahrscheinlich schon verrückt gemacht. Sie wissen ja nicht einmal mehr, was Sie sagen. Ja, bitte. Entschuldigung, Kommissar, aber draußen steht in Begleitung einer Dame ein Mr. Fogg, der Sie sprechen will. Er wagt sich hierher? Gut. Sagen Sie bitte Mr. Fogg, dass ich ihn erwarte. Natürlich, Herr Kommissar, wenn Sie es so wünschen. Herr Kommissar, es wäre besser, wenn er mich hier nicht sieht. Ja, ich werde mich verstecken. Guten Morgen, die Herrschaften. Guten Tag, Herr Kommissar. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich möchte Ihnen dieses Geld zur Aufbewahrung geben. Dieser Fogg versucht ihn doch glatt mit diesem gestohlenen Geld zu bestechen. Was soll mit dem Geld passieren, Mr. Fogg? Falls Sie die Bekanntschaft von Rigodon und Tico machen, geben Sie es ihnen bitte, damit sie nach England zurückkehren können. Das ist ein hübsches Sömmchen, Mr. Fogg. Sagen Sie mir, was soll ich damit tun, falls Ihre beiden Freunde hier nicht auftauchen? Dann verwenden Sie es für einen wohltätigen Zweck. Kommissar? Mr. Fogg, es war mir ein Vergnügen. Nach Ihnen, Prinzessin. Na schön. Ich werde mich darum kümmern. Herr Kommissar! Jetzt reicht's! Warum haben Sie Fogg nicht verhaftet? Das Geld in Ihrer Hand ist ein Teil jener 55.000 Pfund, die er der Bank von England gestohlen hat. Ah! Das ist völlig ausgeschlossen, Mr. Dix. Mr. Fogg ist ein wahrer Gentleman. Ein Gentleman? Mr. Dix, für einen Menschenkenner ist es leicht zu sehen, dass Mr. Fogg kein Dieb ist. Warum hören Sie nicht endlich auf, ihn zu verdächtigen? Ihnen ist es völlig gleich, ob er entkommt, nicht wahr? Aber ich bin ein ehrenvoller Polizist. Ich werde ihn bis zu den Toren der Hölle jagen, wenn es sein muss. Ja, bis zu den Toren der Hölle! Dieser korrupte, miese, kleine... Was hast du denn hier zu suchen? Ich verfolge Willy Fog, das hast du mir doch befohlen. Ich hoffe für dich, du hast etwas herausgefunden, was uns endlich weiterhilft. Naja, ich fürchte, es wird dir nicht gefallen. Was? Spuck's aus! Mr. Fogg hat sich eine Dschunke gemietet, mit der er von Hongkong nach Yokohama segeln will. Was? Dann dürfen wir keine Zeit verlieren! Komm, Bully! Komm ja schon! Was für ein Zufall! Das ist ja der gute Mr. Fogg. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, Mr. Dix. Ganz meinerseits. Sie wollen schon abreisen, Sir? Nach Yokohama, Mr. Dix. Oh, na das nenne ich einen Zufall. Wissen Sie, ich muss auch nach Yokohama, aber leider habe ich mein Schiff verpasst. Das tut mir leid zu hören. Ja, und was gedenken Sie jetzt zu tun? Das Verhalten der Reedereien heutzutage spottet doch wirklich jeder Beschreibung. Jetzt ist mir ein wichtiges Geschäft in Yokohama durch die Lappen gegangen. Das tut mir leid zu hören, Mr. Dix. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, auf einer Dschunke zu reisen, können Sie uns gerne begleiten. Oh, das wäre wundervoll. Sie wissen ja gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dix, ich habe verraten... Mr. Fogg, könnte mein Geschäftspartner uns begleiten? Natürlich, Sir. Danke. Also, dieser Dummkopf hat keinen Verdacht geschöpft. Oh, ich will nicht auf dieses Schiff. So, da wären wir. Was für ein schönes Schiff. Willkommen an Bord, Mr. Fogg. Wenn Sie wollen, können wir sofort ablegen. Ich danke Ihnen. Captain, wäre es Ihnen vielleicht möglich, noch 2 weitere Passagiere unterzubringen? Natürlich, wenn Sie es wünschen. Danke. Sie haben es gehört, Gentlemen. Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen, Mr. Fogg. Aber eines möchte ich gleich klarstellen. Wir sind nicht bereit, für die Überfahrt mehr zu bezahlen, als wir auf der Kanatik bezahlt hätten. Sie zahlen gar nichts. Ach, das ist ja wunderbar. Ich will Ihre Gefühle nicht verletzen, Mr. Fogg, aber die 2 missfallen mir. Wenn die beiden jetzt mitfahren, haben Sie es ihnen zu verdanken. Sowas lasse ich normalerweise nicht an Bord. Los, ihr Vielfraße! Worauf wartet ihr denn noch? Ich habe Angst um Tico und Rigodon. Hoffentlich ist ihnen nichts zugestoßen. Haben Sie keine Angst, Sie sind bestimmt in Sicherheit. Der Kessel ist ja fast leer. Wir brauchen mehr Kohlen. Los, macht euch an die Arbeit! Wenn ihr nicht schneller arbeitet, werde ich dafür sorgen, dass ihr nichts zu essen kriegt, klar? Sieht aus, als würde ein handfester Taifun aufziehen, Mr. Fogg. Das wäre aber äußerst unangenehm für uns. Aber einen Taifun hält dieser Kahn doch gar nicht aus. Der bricht doch bestimmt bei der nächsten Gelegenheit auseinander. Ihr Feiglinge, ihr Angsthasen, ihr hättet zu Hause bleiben sollen, wenn ihr schon bei so ein bisschen Sturm die Hosen voll habt. Na los, rafft die Segel, ihr Banditen, aber schnell! Achtung, Leute, der Taifun hat uns erfasst! Festhalten! Er zieht uns jetzt direkt in sein Zentrum! Oh, meinen Sie, dass wir eine Chance haben, das zu überstehen, Mr. Fogg? Aber natürlich. Seien Sie unbesorgt. Oh. Bully, dieser Schmuddelkahn kann jede Sekunde untergehen. Pass auf, was du sagst, Dix. Du sprichst mit einem Nichtschwimmer. Oh. Rigodon, wir sollten uns jetzt ein bisschen ausruhen. Wir haben mehr als 40 Stunden durchgearbeitet. Oh. Keine Sorge, lieber Tico. Wir haben unser Ziel bald erreicht. Hurra, wir sind bald zu Hause. Beeilt euch gefälligst, sonst lasse ich euch den Hain zum Fraß vorwerfen. Ah, oh ja, den Hain. Wir werden Yokohama nicht rechtzeitig erreichen? Und wie Sie sehen können, Mr. Fogg, hat der Sturm die Segel leider in Fetzen gerissen. So leid es mir tut, Sir, aber es sieht so aus, als würden Sie Ihr Anschlussschiff nach San Francisco verpassen. Tja. Und was tun wir jetzt? Nach meiner Meinung wäre es am besten, Shanghai anzusteuern. Hören Sie, Captain, ich muss das Schiff in Yokohama kriegen. Es würde mir gar nichts nützen, wenn wir jetzt Shanghai anlaufen würden. Ich weiß. Aber wenn ich mich nicht täusche, startet das Schiff nach San Francisco in Shanghai und fährt dann von dort aus nach Yokohama. Ja, stimmt, das ist die Reiseroute. Bis Yokohama dauert es noch 2 ganze Tage, aber bis Shanghai brauchen wir nicht mehr als einen halben Tag, Sir. Mit ein bisschen Glück könnte es sein, dass sich unser Weg mit dem der General Grant noch vor Shanghai kreuzt. Und Sie könnten dieses Kunststück vollbringen, Captain? Ja, natürlich. Nun, ich hab's Ihnen noch nicht gesagt, aber mein lieber Vater war der berüchtigte Pirat zwischen Hongkong und Macau. Oh. Ihr Vater war Pirat? Schiff Ahoi! Ne? Das ist ja wunderbar. Achtung, Leute, hisst die schwarze Flagge, macht den Kanonenschuss bereit. Hurra! Nein. Oh, Mr. Fogg, das können Sie unmöglich zulassen. Das ist ja Seeräuberei. Es ist zu spät, Prinzessin. Ich fürchte, sein Piratenherz hat die Oberhand gewonnen. Die Junge ist hier schwer. Hey, Dix, das liegt doch in deiner Macht und du hast genügend Mut. Warum verhaftest du sie nicht? Leg sie in Handschellen! Wie stellst du dir das vor? Das sind mindestens 50 gegen einen, du Idiot! Gib den Saurus! Attacke! Ja! Wir werden ihm noch einen Warnschuss verpassen. Sir, die Tankdelle hält Kurs auf uns und hat uns unter Beschuss genommen. Was sagst du da? Das ist doch völlig unmöglich. Die schwarze Flagge? Was haben die verdammten Kerle denn vor? Uah! Wir müssen die Maschinen stoppen. Jetzt beeil dich doch! Schnell! Ja, Sir. Hurra, wir haben es geschafft! Sir, das da ist die General Grant. Ihrer Reise nach Amerika steht nichts mehr im Wege. Ich bin sprachlos, Herr Kapitän. Ich weiß nur nicht, ob ich diese Wundertat Ihrer Intelligenz oder den Künsten Ihres Vaters zu verdanken habe. Danke sehr. Hören Sie, ich möchte, dass Sie wissen, dass wir diese Reise nicht nur wegen des Geldes unternommen haben, sondern auch, weil wir alte Abenteurer sind und Sie von Anfang an gemocht haben. Stimmt's, Jungs? Ja, so ist es. Es war uns ein Vergnügen, Sir. Captain, wir bitten um die Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Aber Sie sind doch Mr. Fogg, der Mann, der diese spektakuläre Weltreise macht, oder? Es freut mich, dass Sie mich erkannt haben. Aber zuerst möchte ich mich für die ungewöhnliche und gewaltsame Weise entschuldigen, in der wir Ihr Schiff gestoppt haben. Es ist eine Ehre für uns, Sie an Bord unseres Schiffes zu wissen, Mr. Fogg. Das ist sehr freundlich, Captain Grant. Dank dem Genie von Captain Kuchipanda und dem nicht so noblen, aber dafür ertragreichen Gewerbe seines Vaters ist es Willy Fogg gelungen, rechtzeitig an Bord der General Grant zu gelangen.